Und jetzt probieren wir einfach eine Münze reinzuschmeißen. Da. Das ist hier nicht richtig. Ah, schade. Ah ja, da habe ich übrigens auch noch einen Kommentar bekommen. Die Tür in der Burg, die wir immer noch nicht aufbekommen haben, ob wir da nicht schon eine Münze probiert hätten. Denn es gab schon mal einen Bereich, wo wir mit einer Münze einfach in so ein Loch weitergekommen sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben oder nicht. Dann gab es auch noch einen zweiten Kommentar, der gezeigt hat, auf der Minimap ist eine Tür aufgegangen, die vorher nicht aufging in der Burg. Da könnte dann auch der Gegenstand sein, mit dem man die Tür aufbekommen könnte. Also ja, wie es den Anschein hat, gehen wir nochmal zurück zur Burg. Aber ich weiß noch nicht wann. Aber gut, erstmal wollen wir jetzt lösen, was hier jetzt zu tun ist. Das wurde Teleporter wieder nach draußen. Wart ihr beim Bernsteindrachen und habt ihr ihn gesehen? Nehmt diesen Teleporter, so könnt ihr wieder gehen. Ja, nee, wollen wir aber noch nicht. Wir wollen eigentlich den Krug. Mirabesch! Mirabesch! Zeige dich, mein guter Drache! Oh. Ja, wir haben den Rubinsplitter ja noch nicht. Aber was sollen wir da reinstecken? Das ist hier nicht richtig. Rubinsplitter? Hä? Ich dachte, wir bekommen da den Rubinsplitter, wenn wir da das Richtige reinstecken. Also einen richtigen Rubin, keinen Splitter. Ja, Stasiskrug. Okay, es klingt zwar ein bisschen Hightech, aber okay. Also, Stasiskrug in der Hand. Mirabesch, Mirabesch, zeige dich, mein guter Drache. Und? Okay. Vielleicht so in der Hand. Mirabesch, Mirabesch, zeige dich, mein guter Drache. Komm, spuck, spuck, spuck. Müssen wir da. Ah, okay. Schön, schön. Stasiskrug mit Drachenbernstein. Das kommt in unseren Questbeutel. Da, zusammen mit dem Stock. Okay. Was brauchen wir nochmal für den Gargoyle? Also, ich habe immer angenommen, es wäre eine Kugel gewesen, aber jemand meinte in den anderen Kommentaren, dass es eine Lampe wäre. Also, wir brauchen dieses Horn der Herbeirufung, das ist das hier. Und eine Lampe. Zählt das als Lampe? Sieht ein bisschen so aus. Na gut. Hier haben wir jetzt wohl alles erledigt. Und das laute Feuer ist wieder da. Juhu. Was ist hier? Achso, die leere Schatztruhe. Na gut, dann gehen wir mal raus. Wir sind jetzt aber immer noch nicht schlauer geworden, wo genau die Wurzeln über die Narbe hinüberführen. Ganz oben waren wir ja schon, also bei dieser Waldnymphe. Von da oben aus konnte man nichts sehen. Vielleicht in irgendeinem Zwischengestock? Gehen einfach mal raus und gehen zurück zur bewachten Brücke. Vielleicht, wenn wir da jetzt gegenlaufen, dann prallen wir zurück und dann kommen die Wurzeln oder so. Also, wir müssen dann da lang. Oh, und jetzt die Stadt wieder durch. Ja, leider. Also, auf ein neues hier rein. Und da unten raus. Können wir da irgendwo hin teleportieren, schneller? Nee, das war der Eingang. Nee, das war der andere Eingang. Oh. Okay, also man kann in den gegenüberliegenden Teleporter immer springen. Nicht von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Also wirklich helfen tut es nicht. Außer man will ganz schnell von dem Baum zur Burg oder von der Unterwasserwelt zur Narbe. So,
hier müsste gleich der Ausgang sein. Ja. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es auch so klappt. Ja, überall tote Ritter. Noch mehr tote Ritter. Und noch mehr tote Ritter. Und so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich habe nur weiter geklickt. Konnte man da direkt hin? Nein, man muss erst durch das Gebäude hier durch. Kleiner Mann ist immer noch da. Und dadurch. So, ich habe unterwegs noch nirgendwo Wurzeln gesehen, die über das Ding rüberführen. Nee, das klappt nicht. Ich glaube, das war ich mit der Wurzel in der Hand. Okay. Also wir sind jetzt hier. Also muss es doch irgendwo im alten Baum einen Weg rüber geben. Aber es war nicht in dem Wurzelwerk, da haben wir uns hier überall umgeguckt. Ganz oben war es auch nicht, also es ist echt in irgendeinem Zwischengeschoss jetzt was aufgegangen, wo wir rüber gehen können. Das ist ganz schön albern. Also den ganzen Weg wieder zurück, am Händler vorbei, an der Barriere vorbei. Also Barriere ist das Ding hier mit den Sean Connerys und den roten Hulks drin. Da lang. Wollen wir jetzt noch kurz in die Burg? Ich meine, wo wir schon mal hier in der Gegend sind. Ah ne. Erstmal will ich jetzt rausfinden, was es genau mit dem Wurzeln auf sich hat. Dahin kann ich immer noch kurz zurückgehen, falls wir unbedingt irgendwas brauchen, was fehlt. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass eins der Gegenstände, die man für die Truhe braucht, im Starter-Dungeon ist. Das wäre ein bisschen komisch. Da wird bestimmt nur irgendein Heiltrank und ein Mana-Trank drin liegen und dafür habe ich mir die ganze Mühe gemacht. Flieg schneller, Faust. Wir wollen dich nicht überholen und im Nacken getroffen werden. So. Also wieder zum Baum. Auch hier draußen sieht man nirgendwo was. Wahrscheinlich müssen wir an der richtigen Stelle stehen und dann machen die Wurzeln irgendwas. So, nochmal kurzer Blick auf die Karte. Hier ist der einzige Ausgang. Wir könnten mit dem NPC da nochmal sprechen. Aber sonst ist hier echt nichts. Kommen wir schnell zu dem NPC? Ja, relativ, dann machen wir das kurz. Also, hier lang, darum, darum. Und noch geradeaus. Also fast. So. Und er hat nichts Neues. Na gut. Also wieder zum Eingang. Und dann... Habe ich schon erwähnt, dass das Feuer laut ist. So, jetzt teleportieren wir uns wieder nach oben. Also wir teleportieren uns zu einem Weg nach oben und gehen dann nach oben. Und gehen jetzt Schritt für Schritt jedes Stockwerk ab, in der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Geheimgang aufgegangen ist, der uns über die Narbe führt. Weil sonst wüsste ich nicht, wo wir sonst noch über die Narbe rübergehen könnten. Oder wo man allgemein an eine Schlucht herantreten kann. Weil das Bewegungssystem oben auf der Oberfläche ist nicht gerade reibungslos. Hat ja nicht besonders viele Auswahlmöglichkeiten. So, da war eine unsichtbare Wand. Also ihr wisst, was ich meine. Aber da waren nur Monster hinter. Da ist nichts. Und hier ist der Weg nach unten. Da ist nur eine Kerze. Wieder zwei Wände mit Monstern. Und was war das?
Achso, das war nur irgendeine Truhe, aber die ist leer. Also, nächstes Stockwerk. Bleiben nur noch zwei, glaube ich. Ah, es wäre schon komisch. Normalerweise sind Spiele ja so ausgelegt, dass man flüssig durchlaufen kann. Und nicht unbedingt so viel Zickzack laufen. Aber vielleicht habe ich irgendwas ganz naheliegendes übersehen. Und ihr schreit mich gerade alle an. Geh doch einfach da und da hin, dann hast du's. Ja, ja. Werde ich ja in ein, zwei Folgen dann machen, wenn ich eure Kommentare gelesen habe. Hier ist der Teleporter und da ist der Weg nach draußen. Du machst nur den Teleporter an. Hm? Ja. Oh, wir können hier nach vorne gehen. Nein! Au. Bye bye Baum. Also ja, das war ja sehr cool, aber können wir zurück? Ja, wir können zurück. Okay. Also ja, es war sehr stylisch, dass wir jetzt auf dem Baum hier runtergeritten sind quasi. Aber nur weil ich den Pfeil übersehen habe, sind wir jetzt den ganzen Weg zurück zu der Brücke und durch die verlassene Stadt und... Ja, sowas ist immer ärgerlich. Aber gut, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Und event... Was ist das denn da für ein Licht? Da können wir aber nicht lang. Also ja, wir sind jetzt da in dieser Totenstadt. Da ist der Tempel des Mondes, was auch immer das sein soll. Und mit etwas Glück können wir jetzt ja von der anderen Seite über die Brücke und dadurch diesen Wächter deaktivieren. Dann könnten wir uns den Weg durch den Baum jedes Mal sparen. Okay, was ist das für eine Barriere? Ah, ein neuer Dungeon. Die Schilfebene. Ja, macht Sinn. Das Schilf ist ungewöhnlich dicht. Es wird nicht leicht sein, es zu durchqueren. Das soll ja auch nicht leicht sein. Ein Erdhaufen, der spricht. Ein Erdhaufen mit roten Augen. Dreien an der Zahl, das spricht. Gib acht. Sie sind nahe. Wer bist du denn? Namen sind etwas für Menschen. Geh ruhig weiter. Ich bin keiner von ihnen. Schwertkämpfer, Reiter, Monster. Im Schilf eine Falle. Warum warnst du mich? Sie sind viele. Du bist alleine. Ich bin alleine. Das klingt einleuchtend, mein Freund. Wirklich ein guter Ort für einen Hinterhalt. Das Schilf kann auch dein Freund sein. Du scheinst diesen Ort gut zu kennen. Mit Geschicklichkeit und Glück kommst du unbemerkt durch das Schilf. Es verbirgt meine Feinde vor mir. Im Schilf können sie nicht alle zugleich angreifen. Und wenn sie um mich herum Feuer legen? Dieser Ort ist grün und frisch. Kein Feuer kann hier brennen. Ich danke dir für deinen guten Rat. Wie würdest du an meiner Stelle diesen Ort wieder verlassen? Überall sind hohe Felsen, aber im Nordwesten ist ein Ausgang. Beeile dich, überall sind Feinde. Sei unbesorgt, sie werden dir nichts tun. Sie sind hinter mir her. Ja, hinter dir. Hinter dir! Hinter mir ist nix. Gut, aber wir wollen das Schilf ja gar nicht schnell verlassen. Wir wollen hier möglichst viele Gegner bekämpfen, damit wir unsere Fertigkeiten erhöhen können. Und vielleicht irgendwann mal eine Rüstung finden, die gut aussieht. Oh, man kann hier überall durch Schilf durch. Sich einen Weg hier durchzubahnen, wird bestimmt nicht leicht werden. Ha, wir können die Mauern einreißen, das ist ja cool. Das ist doch mal schick für so ein altes Spiel. Zerstörbare Umgebung. Also so quasi. Na gut, speichern wir erstmal ab. Jetzt, wo wir endlich raus aus diesem Baum sind. Und LP 28.